Ja, wir haben in der Halbzeit nochmal gesagt, wir werden uns jetzt versuchen, es einfach nochmal versuchen, dran zu bleiben, versuchen, Dortmund wieder unter Druck zu setzen und dann eben kommt die Situation, dass sie in den Strafraum reingehen. Er flankt, Ramos köpft aufs Tor und zieht dann das nach vorne weg und Dortmund hat wieder den runterfallenden Ball, macht das dritte Tor und dann ist natürlich so ein Spiel entschieden. Ja, man muss nur schauen, dass du einigermaßen noch auch gewisse Spieler absicherst. Ja, wir haben dann noch Lukas Rupp und Insua dann rausgenommen. Und ist klar die Gefahr, dass wir dann noch eine Karte kassieren. Ja, fünfte Gelbe, dann dieses Risiko wollen wir nicht mehr gehen.